Ich hoffe, das Mikrofon hält halt. Ich bin jetzt laut, nach hinten ist ein bisschen weiter weg. Also ich darf euch recht herzlich begrüßen zur Nachbetrachtung des heutigen Spiels. Eishockey gegen den ESV Buchloe. Ich darf die beiden, da sage ich nicht Trainer, sondern die beiden sportlichen Leiter begrüßen. Also das erste Mal, dass wir keine Trainer da haben. Zu meiner Linken der Florian Markus, sportlicher Leiter vom ESV Buchloe, und zu meiner Rechten der Alex. Habt ihr heute vielleicht gesehen, wir haben heute einen Coach auf der Bank gehabt, aber da wird der Alex dann einiges dazu sagen. Ja, ich wollte heute ein ganz wichtiger Sieg und das ist noch sehr überzeugend. Ich glaube, es war ein Befreiungsschlag unserer Mannschaft. Aber ich will ganz herzlich vorgreifen, die beiden. Der Florian hat natürlich als Vertreter des Gastes das erste Wort. Also erstmal einen schönen guten Abend an alle, die hier sind. Servus! Ich werde mich versuchen kurz zu fassen, weil wenn ich es so verstanden habe, wollte ich noch ein paar Sachen zu eurer Situation dann dazu sagen. Ja, aus unserer Sicht, wir haben uns sicherlich was anderes vorgenommen für heute Abend und alle Dinge, die wir uns vorgenommen haben, haben wir heute komplett falsch gemacht. Angefangen vom Zweikampfverhalten, dann die Abwehrarbeit, vorne keinen Zug zum Tor. Bezeichnend für mich ist auch, dass wir kein oder letztendlich ein Überzahlspiel hatten, das war im letzten Drittel. Wir haben auch uns wirklich das nicht verdient, wir sind schlecht in die Zweikämpfe gegangen und Pfaffenhofen hat es aus meiner Sicht sehr gut gemacht. Die haben schnörkelloses, einfaches Eishockey gespielt mit viel Zug zum Tor. Und wenn du halt so spielst wie wir, also halt Larifari, dann gehen die drei Punkte völlig verdient nach Pfaffenhofen. Vielen Dank, Alex. Buchloe war nicht unbedingt die letzten Jahre so der Lieblingsgegner von uns. Gegen die haben wir eigentlich die letzten Jahre immer ganz, ganz, ganz schlecht ausgeschaut. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Spiel gegen Buchloe gewonnen haben. Also das ist schon. Das ist schon eine Zeit lang her, umso wichtiger der heutige Sieg. Man hat nicht unbedingt erwarten können, dass er dann so überzeugend ausfällt, schon gleich gar nicht, oder? Ja, auch von meiner Seite erst einmal einen schönen guten Abend. Servus! Ja, in der Höhe am Ende, wie man das vorher auch noch gesagt hat, hätte ich gesagt, unterschreibe ich sofort. Aber ganz, ganz klar, die Jungs haben sich das verdient. Die Jungs sind von der ersten Sekunde in das Spiel gegangen, haben um jeden Zentimeter auf dem Eis gefightet. Wir haben gewusst, das wäre ein schweres Spiel. Wir haben heuer daheim gegen Buchloe unverdient 2-1 verloren in der Vorrunde, in der Rückrunde. Hat uns natürlich Buchloe aus deren Stadion geschossen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und Buchloe kam mit 3-7 in der Verzahnungsrunde hier nach Pfaffenhofen. Also waren wir gewarnt, was kam. Und nach der Freitagspartie mussten die Jungs eine Reaktion zeigen. Das haben sie heute auch von der ersten Sekunde. Sie haben 60 Minuten hart gearbeitet, sie haben es einfach gespielt. Was der Florian gesagt hat, wir haben nur eine einzige Strafzeit genommen. Auch sehr diszipliniert gespielt, wir haben viele Schüsse aufs Tor genommen, viele Rebounds gemacht und das war heute der Schlüssel zum Sieg. Die Jungs haben auch gezeigt, was ihnen steckt und da müssen wir jetzt hart weiterarbeiten, die nächste Woche sehr fokussiert arbeiten und nächsten Freitag steht das nächste schwere Spiel auf dem Programm, da fahren wir nämlich nach Schweinfurt. Ja, der Alex hat es gerade gesagt, das ist eine ganz, ganz enge Runde. Das wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag wird's ganz, ganz eng werden. Wie siehst du den bisherigen Verlauf der Runde? Ihr habt einen ganz schlechten Start hingelegt, aber zuletzt ist er bei euch ganz gut gelaufen. Ja gut, wenn es vor der Runde die Frage stellt, hätte ich gerne gesagt, ich will nicht bis zum letzten Spieltag da zittern oder dass es spannend bleibt. Aber ich gehe davon aus, so ist Bad Kissingen scheint ja zumindest mal die Nase vorn zu haben. Die haben jetzt noch gar keinen Punkt aufgeben bei euch. Oder haben sie schon mal verloren? Bei euch, okay, genau, 2-1, sorry. Letztendlich schauen wir von Spiel zu Spiel. Wir hatten einen sehr schlechten Start. Wir haben zu Hause gegen Schweinfurt knapp verloren. Das Spiel war ein schlechtes Spiel, aber das hätten wir gewinnen müssen. In Bad Kissingen sind wir runtergegangen und danach haben wir es zumindest geschafft zu punkten. Aber solange wir es nicht schaffen,
sage ich mal, die Punkte, die ich angesprochen habe, aggressiv und diszipliniert zu spielen und in Zweikämpfen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Tore wir kassiert haben. Und ich spreche es jetzt an, ich spreche nicht über unsere Torhüter. Ich glaube, wir haben jetzt in den 6 Spielen über 30 Tore kassiert. Und da kannst du nirgends bestehen, vor allem nicht in so einer Abstiegsrunde. Und deswegen werden wir uns intensiv auf das Spiel am Freitag vorbereiten. Und es wird keine schöne Woche für unsere Mannschaft, und weil da kommen wir dann gegen Königsbrunn und da müssen wir gewinnen, dass wir zumindest den Anschluss nicht verlieren. Genau, Florian, du hast das gesagt. Wichtig ist immer den Anschluss zu halten. Das war bei uns jetzt das Riesenproblem von diesem Wochenende. Dass wenn wir heute verloren hätten, hätten wir den Anschluss auch verloren. Und damit bist du ja ganz, ganz schwer im Zugzwang. Das haben wir jetzt Gott sei Dank verhindert. Wir sind nach wie vor dran. Wir haben ein bisschen eine Veränderung vorgenommen. Und jetzt komme ich zum Karl. Alex, sagst du ein paar Sachen dazu? Ja, sehr gern. Wir waren am Freitag in Amberg nach dem Spiel, haben uns getroffen. Jetzt spielen wir nicht mehr. Gut, machen wir es so. Ich habe eine laute Stimme, das geht also auch. Wir haben uns nach dem Amberg-Spiel haben wir uns kurz zusammengestellt. Der Wasch und ich werden nicht kennt, Karl Hoffmann aus Regensburg, aber eher bekannt unter Wasch. Und dann sage ich zum Wasch, darfst du mir helfen? Ich brauche Hilfe, weil die Jungs trainieren echt gut, die Jungs organisieren sich auch im Training selber, aber es ist doch nochmal was anderes, wenn einer auch mit dabei steht, der ja 90% der Mannschaft sowieso kennt, und habe gesagt, weißt du, dass du mir helfen, 9 Spiele, und wer den Wasch kennt, der macht alles für Pfaffenhofen, der war jahrelang auch schon Nachwuchstrainer hier in Pfaffenhofen, und der Wasch hat zu mir gesagt, Alex, wenn du das möchtest, sehr gerne. Und so war's. Und heute war er da, 3:45 pünktlich zum Treffpunkt. Und so gehen wir jetzt die nächsten 8 Spiele und spielen die Verzahnungsrunde. Ich hoffe, erfolgreich. Hat Gurto heute auf der Bank, waren neben mir zu haben wie ein Wasch. Und genauso machen wir weiter. Ja, ich glaube, dabei haben wir es bewenden lassen. Ich wünsche unseren Gästen aus Buchloe eine gute Einfahrt, und noch was möchte ich sagen. Ich wünsche uns und unseren Gästen den Klassenerhalt. Oh ja. Die Frau. Ja, weder Füße in der Bayernliga, noch Hasfurt, noch Schweinfurt. Genau so ist es. Und ich denke, nächste Woche geht es weiter für uns nach Schweinfurt. Ihr habt Königsbrunn daheim. Und das nächste Heimspiel von Pfaffenhofen ist dann erst wieder 14 Tage gegen. Ja, genau. Du hast mich erwischt. Du hast mich heute erwischt. Weiß ich nicht. Vermutlich Hasfurt, schätze ich, wenn man das erste Auswärtsspiel kommt. Amberg. Okay, Amberg, also heute 14 Tage. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Geht's gut heim und dann in 14 Tagen hoffe ich, dass ihr die Mannschaft damit unterstützt. Auf jeden Fall. Thank you.